Hallo Leute, warum ist die Corona-Brücke jetzt nach 53 Jahren eingestürzt? Ich habe ein ganz interessantes Video gefunden von diesem Horst Lüning. War mir eigentlich selber noch nie ein Begriff. Der macht unter anderem einen Blog von Wiki. Ich habe das Video von diesem Horst Lüning gefunden. Der ist von whisky.de unter anderem eventuell bekannt. Die Seite kannte ich, da hatte ich glaube auch schon mal was bestellt. Und habe aber dort noch nie eigentlich groß in die Videos geguckt, die die machen. Könnte man heute Abend noch mal mit dem kleinen gemütlichen Schluck Whisky da nochmal durchblättern. Neue Verkostungsvideos von Whiskys aus aller Welt, regelmäßige Brennerei-Videos mit direkten Einblicken in die Herstellung und Interviews mit dem Master Distillers. Wöchentliche whisky.de-News mit wichtigen Neuigkeiten aus der Whisky-Welt. Interaktive Live-Tastings aus dem Studio oder unterwegs. Wissensvideos mit allen Informationen rund um Whisky und viele weitere spannende Formate. Jedenfalls, der hat auch noch einen eigenen Blog, den Unternehmerblog, kurz genannt Unterblog. Und dort hat er ein Video zur Corolla-Brücke rausgebracht. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Der erklärt hier ganz gut, wie so eine Spannbetonbrücke aufgebaut ist und warum die kaputt geht. Und warum die jetzt, oder warum man allgemein, ja, die lässt man nie länger als 50 Jahre stehen. Ich zeige euch hier bloß ein paar kurze Ausschnitte. Das Video werde ich noch mit verlinken. Viel Spaß. Ich muss dazu sagen, mag zwar Werbung sein, aber ich kriege kein Geld dafür. Ich verlinke das hier eigentlich nur, weil ich das Video ganz interessant wird und weil er hier ganz gut erklärt, wie so eine Brücke funktioniert oder funktioniert, nicht Quatsch, wie so eine Brücke aufgebaut ist und so weiter. Dem Zement und dem Sand gibt und dann reißt er da durch. Ist halt so, ist konstruktionsbedingt. Und dieses Problem hatte auch der Franzose Joseph Monnier. Der hat gelebt von 1823 bis 1906. Und das war ein Gärtner und der hat Pflanzkübel aus Beton gegossen. Und die brachen ihn immer wieder auseinander. Und was hat der Herr gemacht? Nun, der hat Stahlstäbe da reingelegt. Und die sind heute noch allgemein als die Monnier-Eisen bekannt. Oder auf Deutsch Monnier-Eisen. Ja, sollte auch jemanden, der nicht auf dem Bau arbeitet, ein Begriff sein. Aber auch dort waren wir bei den Pflanzkübeln. Und die Politik hat den Schlaf der Gerechten geschlafen. Und warum hat man das nicht geblickt? Nun, weil dort auf den Entscheidungspositionen Parteisoldaten sitzen. Verdiente Parteisoldaten, die von der Sache eigentlich relativ wenig Ahnung haben. Ne? Da für dieses Bauwerk zuständig soll ein Grüner sein. Kontrolliert habe ich es nicht. Sekundärquelle. Und der hat nun alles andere als Bauwirtschaft oder Ingenieurwesen oder sonst was studiert, sondern irgendwas mit Soziale, glaube ich. Und damit ist er genau der Falsche auf diesem Posten. Das heißt, da sitzt jetzt ein politisch definierter Mensch da drauf. Und der hat nun ganz was anderes im Sinn. Und man wirft ihm jetzt ja vor, dass er 300 und so viel tausend Euro für Pflanzkübel ausgegeben hat. Ja, ich kenne immer meine Rede. Warum nehmen die Leute, die überhaupt keine Ahnung von dem haben, wofür die zuständig sind? Zum einen brauchen sie dafür mehr Berater, treibt die Beraterkosten in die Höhe. Guckt euch an, was die Regierung da bezahlt an Beraterkosten. Das ist jenseits von Gut und Böse. Ich wollte eigentlich nur den Kanal mal ganz kurz vorstellen. Zumindest das Video, weil der wirklich ganz interessant erklärt, wie die Brücke aufgebaut sind und warum man davon ausgeht, dass man die auch nur 50 Jahre stehen lässt.
Und 50 Jahre waren sie jetzt auch. Okay. Klickt mal bitte auf Gefällt mir, abonniert meinen Kanal und dann seht ihr euch mal, wenn es euch interessiert, das Video von diesem Horst Lüning an. Ich setze den Link unten in die Beschreibung. Beziehungsweise eventuell klappt das auch gleich automatisch hier am Schluss von dem Video. Muss ich mir angucken. Okay, so lang. Ciao.